So, zur Frage, wie mein Backpack aufgebaut ist. Das ist hier das fertige Backpack. Und im Prinzip habe ich hier im Hauptfach, man sieht, ich habe hier alles mit so kleinen Karabiner zusammengesteckt, weil es mir schon passiert ist, dass unterwegs der Rucksack aufgegangen ist und ich es nicht mitgekriegt habe. Da drin habe ich meinen Poncho, meine Trinkflasche und ich würde euch empfehlen, wenn ihr euch eine Trinkflasche besorgt, besorgt ihr euch aus Plastik. Ich hatte auf einem Event das Problem, dass ich keine Glasflasche mitnehmen durfte. Dann drinnen die Kamera, das Kamera-Equip. Hier der Clip für mein Handy, den habe ich euch ja im Hauptvideo vorgestellt. Das habe ich dann hier so drauf. Könnte kleiner sein, das Handy, wäre angenehmer. Meine zwei Griffe mit Akku. Eine Ersatz-Powerbank. Dann habe ich hier noch so ein kleines Tool, so ein Stachel, mit dem ich schnell meine SIM-Karten wechseln kann, nur für den Notfall. Hier oben drinnen ist der Modem. Da benutze ich gern die Powerbank und schiebe sie dazu, um den Modem extra zu betreiben. Dann natürlich hier außen die Antenne. Hier sieht man schon, dass das Kabel, das zur Kamera geht. Hier der Jetson Nano extra in seiner Jausenbox. Da habe ich hier mit so einem Schneidelötkolben den Ventilator ausgenommen, noch einige Lüftungsschlitze oder Löcher unten und oben hinzu. Man kommt sehr schnell dran, indem man einfach hier die Schlaufe abzieht. Im Normalfall muss man aber nicht dran. Und hier ist der Jetson Nano. Hier ist alles angesteckt. Hier auch nochmal der Dongle fürs Internet. Also ich komme da ran, wenn ich ran muss, aber musste ich bis jetzt noch nie. Ja, den Camlink habe ich auch außerhalb befestigt, wegen der Hitzeentwicklung. Hier nochmal ein Stahlkabel, dass, wenn ich hängen bleibe mit Kabel, dass ich mir nicht die komplette Technik ausreiße. Hinterbei habe ich den großen Akku drin, wo ich einfach nur noch die Bela-Box dran stecken muss und das Ding läuft. Da vorne sind noch ein paar Ersatzkabeln drinnen. Die Kabelführung habe ich durch diese Schlaufen geführt und hier auch nochmal gesichert bezüglich Hängenbleiben. Führe alles hin, wo es hin soll. Ja, ansonsten habe ich nicht mehr mit. Ich brauche eigentlich nur noch die Kamera auspacken, dran klemmen. Und ihr seht, hier ist dieser Kugelkopf, den habe ich hier befestigt extra, damit ich ihn nicht dran suchen muss. Dran und die Sache geht los. Mehr ist es einfach nicht.